Herzlich willkommen in der Ausstellung Ralph Gibson – Secrets of Light in der Halle für Aktuelle Kunst der Deichtorhallen Hamburg. Ich bin Rahel Bruns und möchte mit Ihnen in dieser Folge von Intro die Bedeutung der Hand in den Aufnahmen des 1939 in Los Angeles geborenen Fotografen untersuchen. Bei vielen seiner Arbeiten nutzt Gibson das Motiv der Hand, um eine Atmosphäre vagen Horrors zu erzeugen, die durch den Einsatz von Schatten, Licht, Schärfe und Unschärfe intensiviert wird. Das Spiel mit der Unschärfe ist dabei faszinierend. Der Fokus dieses Bildes liegt auf der Wiege. Beide zu sehenden Hände sind unscharf gehalten und entsprechen so auch formal dem eigenartig nicht fokussierbaren Unheimlichen, das ich hier spüre. Besonders wichtig ist dabei vor allem oft das, was der Fotograf nicht zeigt. Wir sehen die Hände als Teil eines ungewissen Ganzen, das nicht sichtbar in viele Richtungen deutbar ist. Hilfesuchend oder bedrohlich? Und woher stammen eigentlich die Fingerspuren im Boot? Seinen ganz persönlichen Horror reflektiert Gibson bei diesem Bildpaar. Ein brennender Schönheitssalon, zufällig fotografiert, weckte in ihm Erinnerungen an den jahrelang verdrängten Tod seiner Mutter, einer Kosmetikerin, die bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen war. Auf dem Bild direkt daneben greift der Fotograf gleichsam in die Aufnahme hinein, um seine Partnerin, die ihm, so scheint es mir, wie in einer Traum- oder Albtraumsequenz zu entgleiten droht, zu halten oder zu verabschieden. Die Hand symbolisiert hier den Versuch, die Grenzen der Zweidimensionalität zu überwinden und mit Fotografie etwas nicht Greifbares zu berühren. Immer wieder nutzt Gibson die Hand also für Reflexionen über Fotografie, dem Schreiben mit Licht. Und ebenso vielschichtig denkt er mit Hilfe des Motivs über das Scheitern des Mediums nach. Die Hand auf der Schulter wirkt fragmentiert, geisterhaft. Das Bild im Bild ist zerrissen und treibt im Wasser davon. Mich berühren Ralph Gibsons Fotografien vor allem in ihrer Vieldeutigkeit. Dabei schafft er es besonders bei seinen Aufnahmen mit dem Motiv Hände, genau den fein ausbalancierten Moment festzuhalten, wo das womöglich zuvor Passierte noch mitschwingt und bereits unzählige Möglichkeiten eines danach erahnt werden können.